Ach, Industrie brauche ich ein bisschen. Alter, wie mein Windrad abgeht, ey. Hammer krass. So. Mega krass windig hier. Du darfst dann hier hin. Heavy Windage. Heavy Windage, oh ja. Oh, Abwasser. Ich finde, einer baut jetzt direkt mal eine Kläranlage. Ja, der Ballon ist da von links ist schon da. Von Christian. Ja, der hat ja hier auch noch nichts zu tun. Meine Kläranlage stelle ich hier sowas von in die Ecke, ey. Ja, eine Stadt. Damit mir das schön überhaupt nichts verseucht. Alle Tiere hinten irgendwo ans Meer. Sag mal, wie groß ist denn jetzt die optimale Größe von so einem Viereck, um die höchstmögliche Dichte davon rauszuholen? Doppeltes Vorgegebenes? Nee. Nee, du hast ja da die Linie. Du hast ja da diese vorgeschlagene Linie. Ja, und wie viel weiter ist das? Ein großes Wohnhaus. Sorry. Passen. Nee. So ein Stufe 3 Haus. Der kann ja nicht, das habe ich doch letztes Mal auch schon gemacht. Da musste ich doch die Straßen dazwischen auch alle abreißen. Achso, ja, rechts und links muss ein bisschen mehr Platz lassen. Aber eine rechts Straße. Rechts und links bei einem Quadrat. Ja, pass auf, kannst du mal kurz bei mir gucken. Ich weiß nicht, ob bei dir schon aktualisiert ist. Ich habe von der Mittelstraße komplett nach rechts gezogen und ziehe da eine einzige Querstraße durch. Genau, die Querstraßen darfst du halt nicht so häufig machen. Ja. Also ich habe auf die ganze Kartenbreite habe ich 3 Stück. Und du guckst dann einfach, wie sich das entwickelt und ziehst dann später die Straßen oder was? Genau. Oder halt lässt das bei den paar. Mhm. Upgraden darf ich. Was ist denn das? Mal gucken. So, was haben wir denn da? 9% Steuern. Nein, nein, das noch nicht. Wie viel Gewerbe die wollen, ey. Habt ihr einer da Waffe? Da voll verrückt. Seit wann wollen die so viel Gewerbe am Anfang? Ich bin gar nicht gewohnt. Wir wollen Krankenhaus. Das Blöde in der Geschichte ist, ich wollte eigentlich Wohnviertel machen mit den Hauptstraßen. Deswegen wüsste ich gerne, wie groß genau so ein Feld ist. Nehmen wir einfach mal zwei Vierecke und fertig. Mal gucken. So. Sehr gut. Jetzt werdet ihr alle fröhlich. Jeder hat Wasser, jeder hat Strom, jeder hat Scheiße. Alles klar. Jeder hat Strom, jeder hat Scheiße. Ja. Komm, ich habe jetzt gerade eine Klinik. LOL! Oder? Ich habe die Klinik gebaut und die ist direkt voll. Mich verarschen. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier mal. Ich habe 7 Tote pro Tag. Auf jeden Fall, ey. So muss das. Nee, so muss man das haben. So muss das. Ich stelle jetzt hier die Straße. So. Ja, komm, da brauchen wir schon jetzt 2 Gewerbegebiete hin, dann spielen wir gleich in die Gurgel.
So, was haben wir hier jetzt noch? Die. Und dann bis dahin schon. Dann können wir dann nämlich nachher öffentlich hier draus machen. Ja, ich weiß, wie man zusätzliche Städte beansprucht. So. So, so, so. Was haben wir hier? Ah, ich nehme die Stadt ist in der Vorstadt. Klar, machen wir. Was haben wir da? Ja, Busnetz machen wir auch. Das ist kein Problem. Ja, ist ja gut. So, jetzt. Na komm, scheiß drauf. Ziehen wir mal schnell einen Kredit. So. Puffdata. Ich wollte mich verarschen. Alter, meine Leute sterben mir unter den Händen weg. Ohne Witz, ja. So, und da mal kurz so ein Stück. In einer Waffel, ey. Ein Stückchen geht noch. Warte, ich kann mein Rathaus so schon upgraden. Soll ich direkt hier Kläranlage und so bauen gleich? Warum nicht? Ich hab seit 23 Tote pro Tag, ey, leck mir am Arsch. 23 hast du sogar? Das ist ja noch schlimmer als bei mir. Du hast meinen Krankenwagen gebaut. Ich hab ja wenigstens nur 12. So, lass mal hier noch Krankenwagen bauen. Ich möchte auch gar nichts über die Unterstützung meiner Gesundheitsversorgung erfahren. Ist mir alles gerade scheißegal. So, was haben wir hier? Nicht besetzte Jobs. Echt mega freaky, wie schnell das geht. Arbeitslosigkeit. Leck mich die Eier, ey. So. Arbeitslosen habe ich denn hier? Was haben wir da für ein geiles Ding? Wir brauchen tatsächlich schon. Klinik muss Patienten abweisen. Ja, liegt nur daran, dass die gerade frisch ist. Warten wir mal ein paar Tage. Ne? Was denn ist deine Stadt? Das ist voll Bobby. Ach, meine Stadt ist voll Frack gerade noch, ja klar. Frack! Frackity Frack! So. Im Prinzip. Was? So, müssen die ja jetzt langsam aber sicher. Muss halt immer besser werden. Wir brauchen Stufe 2, Leute. Ja, du hast schon eine Versorgungsabteilung gebaut. Ja, hab ich ja gerade gesagt, die baue ich schon. Krass. Ich habe auch schon 6000 Einwohner. Und Christian, sein Bürgermeister, ist gerade bei mir. Nice. So, dann gehen wir mal auf Stufe 2. Plan B! So. Seid ihr denn also unglücklich, Jungs? Moment. Die kann ich mal kurz ausbauen. Die kann ich mal ausbauen. Baseballplatz kommt immer gut, ne? Wambau!
Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ihr Lutscher. Ich baue ja voll die Upper Class, ey. Dann ziehen wir uns nochmal einen Kredit. Dann kann ich nicht mal kurz hier noch so ein Stück ausbauen. Firewall! Komm. Komm. Was haben die Sachen, sagen die? Ja, Ausweisung von Industriegebieten mache ich auch noch, aber nicht viele. Nur halt am Anfang, damit die Stadt... Ich wollte gerade sagen, du am Anfang brauchst es ja, damit die wächst. Überleben kann. Wir brauchen Abnehmer für unsere Lieferung. Mama. Das finde ich ja immer noch krass, dass man für die Industrie da wirklich so ein Handelsdepot bauen muss. Ja, das dass die das nicht selber irgendwie vertickern können, ey. Das ist mega ätzend. Scheiße, meine Klinik geht voll den Bach runter. Weg. Oh, danke Dennis, dein Krankenwagen hilft mir aus. Finde ich gut. Aber krass, wie ich hier immer noch, wie ich schon Stau hier habe in meiner Kackstadt, ey. Ich verarschen. Geht schon los. So, dann können wir endlich mal auf Spielen drücken. Wie können wir endlich mal auf Spielen drücken, Christian? Natürlich. Ich will diesmal so Wohnviertel machen, die von Hauptstraßen eingezäunt sind. Weil diese mittleren oder auch die hohe Verkehrsdichtstraßen da, die haben ja nichts gebracht. Nee, und wenn du von Anfang an nicht mit diesen großen Straßen planst, kannst du am Ende wieder deine ganze Stadt abreißen. Ja, das mache ich aber immer. Ich nehme direkt Kredite auf, damit ich mit den großen Straßen auf jeden Fall ein Raster bauen kann. Das habe ich jetzt auch gemacht. Einmal bei dir gucken, was du gemacht hast. Nö, gar nicht. Ich habe einfach erstmal eine große Straße platziert, die den ganzen Kram teilt. Und jetzt habe ich ein Wohnviertel sozusagen gemacht und außenrum für die große Straße noch Platz gelassen. Das ist ja gut minus. 100. Aber bei mir wohnt ja auch noch keiner. Hast du eine dicke Straße da reingezogen? Ja, natürlich. Krass. Von da aus werde ich jetzt die Wohnviertel alle zuweisen. Aber du kannst doch auch eine Seitenstraße noch auf die Autobahn machen, noch eine zweite quasi, ne? Ja, ich, wie eine Seitenstraße. Ja, du hast ja den Kringel, der da durch deine... Die das Halbkreisding, das werde ich später wegsetzen. Also das mache ich anders, weil der Kringel ist scheiße, so. Nur das kostet jetzt Zehntausende. Das naja. Mache ich später. Kann das Windkraftwerk mal anfangen zu arbeiten, ihr Penner? So. Gebäude ohne Strom. Ja, da kriege ich ja nichts für. Wenn da keiner arbeiten will. Dann nehmen wir nochmal den letzten Kredit auf. Für Straßenupgrade. Die upgraden, die ist schon. Also heavy bist du schon dran, Dennis. Ich hab schon 13.000 Einwohner. 13.000? Ja. Wie sind denn meine Einwohner gerade von 7.000 auf 3.000 runtergefallen? Nur weil Nacht geworden ist. Am besten wäre eigentlich, wenn ich hier auch so eine dicke Straße durchziehe, oder? Ja. Und erstmal bis da. Leute, ihr verwirrt mich. Habt ihr einen an der Waffe? Da ist. Nee, zu spitzer Winkel, deine Mutter. Und da. Ach, Polizei habe ich noch gar nicht. Warte mal, und da ist. Da.